Wir sagen Dankeschön, komm, wir feiern die Mannschaft. Ja, es gab Gründe, warum wir nicht 100% unserer Leistungsfähigkeit abrufen konnten, sagte Franzosentrainer Didier Deschamps nach dem Spiel und meinte damit nicht nur die Spanier. Ja, wir haben schon auch bei denen auch viele Ballverluste auch gesehen, Abspielfehler, auch Fehler insgesamt. Aber es ist eben dann auch so, wenn man bis 5 Uhr gesoffen hat. Vor allem der Ausgleich durch das fußballspielende Bambi Jamal ließ die Zuschauer mit der Zunge schnalzen, was ihm selber wegen seiner Zahnspange leider nicht möglich ist. Aber auch sonst wussten die Spanier in diesem Spiel zu überzeugen. Besonders gut gefällt einem Lothar Matthäus natürlich Olmo. Das ist ein alter Bekannter, den kennen wir alle aus der Sesamstraße. Olmo, der Bruder von Elmo. Ja, und heute wird der Finalgegner ermittelt zwischen England und Holland. Und ich weiß, es heißt offiziell Niederlande. Aber Frau Antje brachte ja auch nicht Käse aus den Niederlanden, sondern Käse aus Holland. Holland, kenne ich nie eine Sau von, außer vielleicht von Dijk. Das ist mein Mann. Den habe ich geformt. Irgendwie gönnt man es den Holländern im Moment mehr als den Engländern, deren Spiel ungefähr so aufregend ist wie ein Bingo-Abend im Seniorenheim. Mit dem Unterschied, dass sich die Rentner mehr bewegen als Harry Kane. Yeah, to play with the English team in the championships is difficult because English football is kick and rush. And I don't like Russia, I stay gerne vorne rum und warte auf the ball and do nothing and that's my spiel. Ja, weil die Holländer laufen zumindest nach links und danach rechts. Und ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass wir in Deutschland den Holländern mal die Daumen drücken? Aber vielleicht liegt es an der Legalisierung von Cannabis, dass wir uns mit denen jetzt besser verstehen. Mein Tipp, 2-1 für die Glocke-Kickers. Ich sage mal, bis morgen. Da. Wir sagen Dankeschön, komm, wir feiern.